Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal mit Track IR. Und wir haben heute mal eine kleine Besonderheit. Ich will mal was testen, mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar streamen wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen mit und wir nehmen das dann dementsprechend in Let's Play-Folgen auf. So könnt ihr mit dabei sein und könnt uns damit so ein bisschen unterhalten. Das Ganze streamen wir natürlich auf Twitch zukünftig. Ich muss mal gucken, ob man das so machen kann. Ja, das ist noch kein fester Bestandteil oder sowas. Ja, da will ich gerne mal heute ein bisschen was testen. Wir sind heute auf der Karte Waldhofen unterwegs und fahren auf der Linie, der Ringlinie 598 mit meinem heißgeliebten Solaris Urbino. Und wie gesagt, schon wie am Anfang erwähnt, Track AR ist mit am Start und vielen Dank für die Kommentare. Also der eine Kommentar, der war sehr putzig gewesen. Ja, also da war zum Beispiel der Kommentar gewesen, das ist ja ein geiler neuer Standard. Also ich bin der erste YouTuber, der das Ganze macht jetzt hier für OMSI und Co. Und das setzt sich irgendwann mal für in den Let's Plays durch. Muss ich leider sagen, ist nicht, denn das Ganze gibt es schon über 5 Jahre, die ganze Technik. Und siehst ja. Ich bin jetzt erst drauf gekommen, aber es war auch jetzt allerdings erst bezahlbar gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, wir schauen uns das Ganze, wie gesagt, an. Und wenn ich es jetzt schon habe, dann nehme ich das natürlich. Ich möchte das natürlich in meinen heißgeliebten Simulatoren mit reinnehmen. Und Lotus unterstützt das jetzt noch nicht. Es ist geplant, dass Track AR mit am Start geht. Aber dafür haben wir unsere VR-Brille und von daher eigentlich alles gut. Und ja, weil das VR nie in OMSI zu finden ist, denke ich mal, ist Track AR eine gute Alternative. Und ein guter Einstieg, halt so noch mehr Realismus in den Simulator zu holen. Und ja, wir labern schon wieder und labern und labern. Stellen wir noch mal ein. Oh, guckt euch das an, wie gut das funktioniert. Yay. Ich habe es jetzt noch ein bisschen nachkalibriert. Es ist zwar immer noch so ein bisschen, ja, also ihr merkt wirklich immer noch so ganz leicht, wie wenn ich den Kopf ein bisschen bewege. Also ich sollte jetzt nicht irgendwelche Anfälle kriegen, dass dann der Kopf die ganze Zeit so wackelt. Also das ist deaktiviert halt. Aber man sieht halt immer noch, wenn ich jetzt immer noch so ein bisschen mich zu den Seiten lehne, ich muss mich ja wirklich in diesen Seiten reinlehnen, ja, damit ich so praktisch so um das Lenkrad so rumgucken kann, ja. Das ist schon eine richtig coole Sache, dass das Ganze geht, so Spiegel gucken und so, ne, also das passt schon alles. Wie gesagt, die Einstellungen, die sind wirklich, bei jedem Spiel musst du sie eigentlich ein bisschen anders einstellen. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass das Ganze dementsprechend so passt. So. So, wir sind halt auf der 598 01. Start ist Bahnhof. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht, ne? Doch, FH Bahnhof. Soll ich mal mitzählen, wie oft du die Tasten zum Schauen in den Spiegel versehentlich nutzt? Das wäre eine coole Sache. Das wird mir leider wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, weil der Kopf, ja, OMSI, ich schon mindestens 700 Stunden oder sowas gespielt, ja, und dann drückst du natürlich diese Tasten halt, ja. Und, ja, dementsprechend hast du halt immer diese Tasten gedrückt. Und das musst du jetzt auf einmal nicht mehr machen. Mega, mega ungewohnt. Und nicht wundern, dass ich manchmal so rüber gucke, ja, das liegt daran, weil ich dann immer so in die Nachrichten, in die Kommentare so lese, so, weißt du? Weißt du, wann müssen wir losfahren? Oh, 15:15, na, hallo Julia. Ah, schon das erste Mal, siehst du, großartig. Oh nein, das wird ganz furchtbar, ganz furchtbar. Dreimal war es jetzt schon. Aber wir haben ja noch Zeit. Nächste Haltestelle am Stadtring. Ist ja 15:06 gerade mal erst. Können wir noch die Fahrzeit noch ein bisschen einstellen? 1, 2, 3. Phasus zählt wirklich mit. Ja, Phasus ist natürlich mit dabei. Coole Sache, dass er sich die Zeit nimmt und hier schon mit gucken kommt. Das ist für mich wirklich eine ganz, ganz ungewohnte Sache. Das sage ich jetzt schon. Und wie gesagt, daran musst du dich erstmal gewöhnen. Das ist halt
Aber ich werde es halt natürlich jetzt in den ganzen Simulatoren benutzen, ja, wo es halt geht. Gerade so viele Nachrichten. Ah, großartig. Ich versuche mich zusammenzureißen. Ich versuche es. Hallo, 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 hallo. Ey, ich muss wirklich meinen Kopf. Ich überlege schon immer, ob ich mal hier so ein Video zu machen sollte oder sowas. Wie das Ganze dann dementsprechend auch mal so aussieht. Achso, ich bräuchte vielleicht noch mein. Die Hilfspfeile. Ja, die nächste Leitsteinfahrt übrigens steht an, Leute. Das Ganze findet jetzt am Wochenende statt. Wir sind noch am Knobeln, welche Karte es so ungefähr sein wird. Ich habe zum Beispiel Ruhrau in den Topf geworfen. Der Lebendig hat Bremen in den Topf geworfen. Und ich glaube, Yoshi war es oder sowas. Der hat... Nächste Haltestelle am Stadtring. Stuttgart in den Raum geworfen. Also, wenn ihr da noch Ideen habt, lasst es mich wissen. Einsendeschluss ist bis Mittwoch, damit ich die Trailer dementsprechend vorbereiten kann halt. Ne, also, da müsst ihr ein bisschen Zeit lassen. Na, ihr Rotznasen, schreibt der Joe. Nächste Haltestelle, Fuldaer Straße. Hamburg ist auch noch, okay. Also hätten wir Hamburg, sind wir eigentlich schon bei 4 Karten, ich glaube, sonst wird es zu viel. Wenn wir dann dementsprechend mal so eine kleine Umfrage noch starten und dann denke ich mal am Samstag dann vielleicht so 19 Uhr soll es dann losgehen, dann zähle ich die Zwangs- und TS heute auch mal mit. Ach, die meine Güte. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Fulda. Ja. Aber hier will keiner mit. Nächste Haltestelle, neues Rathaus. Kalt hier drin. Ja, ist so. Ist Winter, Sommer, hallo? Was verlangst du, Alter? 33 Grad, sag ich nur. Das Umgucken geht so super, so schnell. Oh, jetzt kommt wieder der Berg hier nicht hoch. Was ist denn los? Nächste Haltestelle. Waldhofen Arkaden. Uiuiui. Ich würde die Umfrage aber eher dann im Community Tab machen, anstatt im Video. Wie es heißt, geliebter Solaris ist Schrott. Hallo, hallo, hallo. Ist nix Schrott hier. Nichts geht über Solaris. Guck dir doch das an hier. Das ist so spartanisch, simpel und hast nicht gesehen. Wundervoll. So muss ein Dashboard aussehen.
Das ist natürlich blöd. Mann, lass mich doch hier. Ey, wirklich? Pech gehabt, jetzt reicht jetzt. Was soll denn der Scheiß? Und dich hier keiner rein lässt? Moin, Germanzocker! Und noch rechts rum. So, also einsteigen, bitte. Hallo. So, du hast dann eine extra Busampel bei der Ausfahrt gehabt, glaube ich. Echt? Also dann habe ich die letzte Mal aber auch schon gesehen, nicht gesehen. Dann habe ich sie auch nicht gesehen. So, haben Sie müssen wir halt auch noch aufnehmen, den OZMT zum Beispiel, ja, den müssen wir aufnehmen. Also haben wir ein bisschen was zu tun hier auf jeden Fall. Und die Train Simulator habe ich mir jetzt so überlegt. Diese Mega-Aufgabe, die du da erstellt hast, davon wegen da mit 75 Minuten. Denke mal, die werde ich in drei teilen. Nächste Haltestelle, Wohnpark Alte Kaserne. Nicht Omsi und Lotus verwechseln. Hab ich verwechselt? Nein, dann sollte ich. Ich wollte noch die OZMT für Lotus aufnehmen. So rum. Guten Tag. Und wäre das Spielzeug für euch? So dieses Track AR? Mal so die Frage in den Chat reingesprochen. Oh, wir haben aber ein bisschen Verfrühung. Müssen wir leider ein bisschen abwarten. Linienverkehr frei, Schranken öffnen sich automatisch. Natürlich öffnet die sich hier nicht automatisch. Nein! Schranke kaputt! Ja, günstig ist anders, ne? Also. Nächste Haltestelle, Fachhochschule. Das Problem ist, es kam auch die Frage, ob es vielleicht eine günstige Hallo. Frühere Version gibt oder sowas. Das Problem ist,
neue Versionen kommen ja nicht manchmal raus, einfach um das alte praktisch zu ersetzen, sondern die haben ja meistens immer so einen Hintergrund. Und so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, soll die neue Track AR 60 FPS unterstützen und die alte nur 30 FPS. Also wenn du praktisch ein Spiel spielst, was 60 FPS hat, aber die Track AR-Kamera nur 30 FPS hat, soll das halt wirklich irgendwie Schwierigkeiten geben. Da bin ich mir gar nicht so 100% sicher, stecke ich nicht drin im Detail. Hallo. Aber ich habe sowas irgendwie so in der Richtung gelesen gehabt auf jeden Fall. Also von daher, weiß ich nicht, würde ich mit Vorsicht genießen, zumal ich auch sagen muss, ich habe keine älteren Modelle in der Sicht so gefunden. So, alles einsteigen und BFV, was los? Haben Sie es mal auf Twitch und nicht YouTube? Ja, Aufnahme, alles Aufnahme. Ihr seht, also nicht bei unsere Stammzuschauer wissen das. Es war halt einfach spontan gewesen. Ich habe überlegt, so, was zockst du? Hast du Bock auf PlayStation? Hast du Bock auf Switch oder sowas? Muss aber sagen, boah, nee. Wenn ich dann so dann denke, dass ich dann schon wieder keine Folgen hätte für die nächste Woche, fand ich das persönlich ein bisschen zu blöd. Vielleicht kann man ja dann zum Schluss denn noch irgendwie was Tolles daddeln oder sowas. Das wäre ja mal eine coole Sache. Wo ich jetzt versuche, die Leute jetzt so ein bisschen zu kriegen, ist so das, der Tabletop-Simulator. Das ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Das sind so Brettspiele. Und ich spiele im Leben gerne Brettspiele. Sei es Risiko, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht und so ein Zeugs, ja. Großartig. Allerdings, ja, viele haben das noch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich würde da echt öfter mal so eine kleine Runde drehen wollen. Einfach mal so Monopoly eine ganze Nacht spielen. Geil. Anno. Nee, ich habe keine Lust auf Anno. Anno ist mir zu langweilig geworden. Nächste Haltestelle, Brandholzstraße. Aber auch der Shit gerne mal so, ne? Also. Ist Track AR für euch eine interessante Sache oder ist es halt nur ein weiteres Spielzeug, was der Mensch nicht braucht? Warum wird das jetzt so rot markiert? World of Warships. Ach, nee. Ich mochte schon dieses komische Panzerspiel nicht hier. World of Panzers? Ne, wie ist das? Haltestelle, Gelderbachtal. Ist das hier? Ja. Hier fehlt ein Haarzeichen. Ich fast dran vorbeigefahren. Ich werde da gerade ausfahren. Stand da jetzt was? Nö. Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, immer geradeaus weiter. Da geht's aber auf jeden Fall weiter. Geradeaus. Nächste Haltestelle, Gelderbachtal. Nächste Haltestelle, Abzweigklinik.
ist alles nur zusätzliche Hardware. Ich würde mir eher erst die wichtigen Addons alle kaufen, bevor ich an sowas denke. Na gut, da bin ich ja weit davon entfernt. Habe ich ja alle. Also die Addons, die man auf jeden Fall jetzt aktuell besitzen muss für OMSI. Geht ja langsam los. Wir sind jetzt im September angekommen. Mal schauen, vielleicht erwartet uns ja diesen Monat ja das ein oder andere Addon für OMSI. Sollte ja langsam mal losgehen. Wo ich ein bisschen interessant finde, dass ich kaum was zu Köln finde, zu dem Addon. Sollte ja dieses Jahr auch noch irgendwie erscheinen. Und London, ja, über London schweigen wir am besten. Die Gelderbach-Klinik. $30, alles klar. Nächste Haltestelle, Theater im alten Osterstift. Jo, Manfred. In your face, würde ich sagen. Theater am alten Postamt. Deswegen sage ich ja, Amazon ist dann mit, was so Release-Daten angeht, immer nicht ganz vertrauenswürdig. Nächste Haltestelle, Elsterkamp. So, muss mir noch München für Lotus holen, bevor nächstes Update kommt. Und naja, gut, es wird 5 Euro teurer, ne? Oder sowas? Kostet das jetzt nicht 30 oder sowas? Aber das sind so Sachen, die quatschen wir dann in der News ab, denn. Aber ja, also. Das wird auf jeden Fall auch nochmal interessant, dieses neue Update. Nächste Haltestelle. So an sich hört sich auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an. So 5 Euro, ja, ist richtig, 5 Euro.
Hallo. Hallo. Wunderschön. Ist das hier eine Einbahnstraße? Alles klar. Gut zu wissen. Aber ach so, wir sind ja auch schon wieder da. Ist ja schon wieder Ende der Fahrt. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhof. So, oh Gott. Zu früh, zu früh, zu früh, zu früh. Ja, das ging jetzt natürlich ein bisschen doch relativ zügig. Aber nun gut, wir haben es geschafft. Fahrtende. Das war wieder eine weitere Folge mit Omsi. Jawohl, mit Track IR. Ist eine coole Sache, muss ich sagen. Macht Fun. Muss ich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Ich habe es aber geschafft, jetzt tatsächlich nur dreimal zu drücken. Dreimal zu drücken, sonst habe ich es dann geschnallt gehabt, dass ich mich ja mit dem Kopf drehen muss. Aber hat funktioniert alles wunderprächtig. Und damit, wie gesagt, geht diese Folge heute zu Ende. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo dalassen, Like drücken, Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.